Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir machen uns heute Herbst-ready, also so zum Teil. Ich habe gleich einen Termin zum Nägel machen und das ist echt dringend notwendig. Ich habe gestern beim Herbstdekorieren, den Vlog seht ihr ganz bald, einen Nagel geopfert und verloren, als ich geputzt habe. Der hier ist mir schon in London abgebrochen, den konnte ich noch feilen. Und ja, ich glaube, man sieht ganz gut, der Nachwuchs ist echt gigantisch nach fast 4 Wochen. Jetzt bekomme ich neue Nägel, also neue Acrylmodellage, die möchte ich natürlich in Herbstfarben gestalten. Dann zeige ich euch am Nachmittag meinen kleinen Herbsthaul. Ich habe ein bisschen bei H&M gekauft, ein paar Sachen fürs Thema Herbststyling. Und morgen gehen wir gemeinsam shoppen, da besorgen wir ein bisschen Herbstdeko noch. Ich schaue mal, was ich so finde. Für die Kinder, die bekommen eine neue Herbstgarderobe, denn die haben einfach mal, ja, die sind einfach mal so in die Höhe geschossen, dass ich sie neu einkleiden muss quasi. Wir schauen nochmal zu TK Maxx, ob ich noch etwas finde für den Herbst. Und ja, wir starten quasi mit diesem Vlog so richtig in die Herbstvlogs. Ja, denn diese Woche ist bei mir einfach schon Herbst, 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 Herbst. Mehr dazu im Laufe des Videos. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Nägel machen. Hallo, so, ich melde mich hier mitten aus dem Einkaufszentrum. Wir sind gerade dabei, ein paar Sachen zu shoppen. Ich habe es euch ja gesagt, für Herbstdeko und so weiter und so fort. Ich habe jetzt schon einiges an Klamotten für die Jungs gekauft, also die Garderobe ist schon mal sichergestellt. Jetzt hat es mal eben eine Pumpkin Spice Latte gegeben, die erste der Saison, die musste natürlich sein. Dann schauen wir jetzt auch weiter zu Lego Store, zu Thalia, zu Lush, zu Flying Tiger und so weiter und so fort. Ich nehme euch mit durchs Shoppingvergnügen und zeige euch dann die Ausbeute zu Hause. So, wir haben mal unsere Einkaufsorte gebracht. Das sind Schulsachen, also für die Schultüte, für den Schulstart, eine Lampe von Alex. Dann haben wir hier, da hat meine Schwiegermama was gekauft. Das ist auch von ihr, der Rest ist von mir, von Lush. Und Schuhe für die Kinder und Gewand. Und jetzt machen wir uns auch auf den Weg. Da gegenüber gibt es nämlich einen TK Maxx, direkt hier bei der SCS, also beim
Westfield Shopping Center. Da schauen wir jetzt rein noch, weil ich möchte noch schauen, ob ich Halloween oder Herbstdeko finde. Ja, man, ich brauche hier keine Ausrede dazu, ihr kennt mich ja. Wir sind jetzt mittlerweile schon 7000 Schritte gegangen, wir sind echt platt, meine Füße qualmen. Ich habe nämlich heute das erste Mal wieder meine Boots an. Das sind meine Tommy Hilfiger Stiefel, die liebe ich. Die sind so toll und die passen übrigens auch perfekt zu dieser Tasche. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von Sommerschuhen das erste Mal auf Boots wechsle, dann müssen sich meine Füße immer dran gewöhnen, so wie sie sich dran gewöhnen müssen, dass sie von den Boots wieder in die Sommerschuhe kommen. Mein Akku geht gleich wechseln aus und melde mich dann gleich wieder bei Ticketmaster. Hallihallo, willkommen zurück. Es ist jetzt Donnerstag. Ich zeige euch jetzt meinen Haul, das was ich gestern alles gekauft habe. Aber zuvor, ich habe es ja ganz vergessen, meine Nägel. Die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Also wir haben vom Farbton her sind wir ins Herbstliche gegangen. Ich bin wieder super zufrieden. Wir haben die Nägel gekürzt. Die waren doch schon sehr, sehr lange. Einmal so einen Nude-Ton, dann einen richtig, richtig schönen orangenen Kürbiston. Den mag ich sehr gerne. Hier hinten ein bisschen Kastanie, ein dunkles Espresso. Ja, bin super happy mit den Nägeln, bevor die Halloween-Nägel kommen, jetzt auf jeden Fall Herbstnägel. Und passend dazu habe ich ein bisschen Herbstdeko geshoppt. Ich habe echt nicht übertrieben, was mich sehr freut, denn ich habe ja schon einiges an Herbstdeko gekauft. Das kann ich euch hier gerne verlinken, dazu habe ich ja schon mal einen Haul gemacht. Durch Zufall hatte ich ja Ende August oder was Anfang Juli, ich weiß es nicht mehr, Herbstdeko gekauft und deshalb habe ich jetzt nicht mehr zu viel geshoppt, sondern nur ein paar Stücke, die meine Deko ergänzen. Ihr seht es hier hinten vielleicht, ich bin auch schon dabei, alles fertigzustellen. Ich habe diese Woche ja schon fleißig dekoriert, das seht ihr beim Sonntag im Video. Ich würde sagen, ich fange mal an, was ich so geshoppt habe. Zum einen diesen schönen Koffer bei Maison du Monde. Ich fand den richtig cool. Der hat 29,99 € gekostet mit Holz und Leder hier vorne, dazu mit so einem Leinenstoff. Ich finde den richtig schön als Dekorationsmaterial, er ist nämlich nicht zu groß, den möchte ich zur Kommode hinstellen. Man kann ja auch etwas einfüllen, was ich auch praktisch finde, also man kann den Koffer zum Beispiel so hinstellen, was draufgeben oder auch einfach so als Deko, ganz wie man möchte. Da suche ich mir nachher ein schönes Plätzchen dafür, das war auch das Einzige, was ich bei Maison du Monde gekauft habe. Ich habe lustigerweise in fast jedem Store immer nur eine Sache gekauft, also Deko-Sache. Zum Beispiel bei Depot nehme ich dieses Kürbisbrett. Das fand ich auch richtig toll, kann ich immer brauchen, das hat 7,99 € gekostet. Bei Nanunana habe ich einmal Servetten gekauft, kann man auch immer brauchen, mit ja, Herbstmotiv. Kommen wir zu etwas Kulinarischem im American Candy Store, da war ich ein bisschen enttäuscht, denn es ist weniger vorhanden als sonst. Sonst gibt es immer richtig viel Auswahl, auch von Reese's und von Cerealien und dieses Mal irgendwie nicht so viel vorhanden, was ein bisschen schade ist. Aber macht nichts, ich bekomme von der lieben Tamara aus Amerika wieder ein Halloween-Sweet, also Halloween-Candy-Paket. Und da werde ich dann wieder eine Verkostung machen, weil das letztes Jahr so viel Spaß gemacht. Hier habe ich einmal von Hers, für meinen Mann diese Deep Dish Pizza Snacks gekauft. Der mag die Marke Hers total gerne. Und dazu auch noch einmal solche gefüllten Salzstangen. Ja, dachte ich mir mit Peanut Butter Filling, das passt auch ganz gut. Zu Peanut Butter passend auch Reese's Nachschlag. Das ist für mich der allerbeste der Regeln, den es gibt. Der schmeckt so gut. Neu ist Reese's Overload. Da ist drin Pretzels, Caramel, Peanut Butter and Peanuts covered with chocolate flavor coating. Mm.
Dazu noch Reese's Pieces, das sind diese kleinen wie M&M's, die kann ich auch immer brauchen, gerade für Rezepte. Und eine kleine Packung, weil die große Packung isst eigentlich niemand bei uns von den Reese's Unwrapped, also die Minis, die sind schon ausgepackt. Dann war ich ja bei Lush und habe im Lush so einiges gekauft. Die Glückskatze habe ich gestern schon verwendet, das war ein Schaumbad. Dann habe ich gekauft, das ist für mich einfach immer auch ein Muss, der Pukin Pumpkin. Alle Jahre an Halloween kaufe ich mir den. Der macht ein richtig, richtig, richtig schönes Bad. In einer schönen Farbe. Er riecht einfach so gut. Er riecht so nach Brause. Boah, mag ich ihn so, so gerne. Also das ist für mich immer ein Must-Have in der Badewanne-Saison. Genauso wie Ghosty. Den mögen meine Kinder sehr gerne. Der macht ein richtig schönes Bad, wenn man den reinlegt. Also der blubbert so richtig schön. Und dann kriegt man so ein Regenbogenwasser anhand dieser blau, pink, rosa, violetten Farben. Meine Kinder haben sich auch ein paar Badebomben ausgesucht, weil die fragen immer, Mama, Mama, darf ich von dir eine Badebombe verwenden? Deshalb werde ich mir auch den Lush Adventkalender wieder zu Weihnachten bestellen. Also ich fand den so toll, das ist für mich einfach der coolste Adventskalender, weil ich den einfach, ja, jeden Tag kann ich das brauchen. Gerade zur Weihnachtszeit liebe ich Bäder und da gönne ich mir auch diese Auszeit. Also der war wirklich das Beste am letzten Advent. Dazu haben wir einmal dieses Babybot. Ah, das ist ein Roboter. Also hier sind noch ein paar Badebomben drinnen. Einmal Screamo, der hat jetzt ein neues Design. Der war letztes Jahr auf einem Holzspatel und war eher dunkel. Jetzt ist er blau-weiß. Also einmal Screamo, wie von Scream. Die letzte Badebombe war hier The Bright Side, das ist jetzt nicht Halloween Edition, denn seit 31. August ist die Halloween Edition draußen, also kann ich euch das jetzt überhaupt zeigen. Das wäre auch nochmal ein Schaumbad. Schaumbäder sind ja anders als Badebomben, die hält man unter den Wasserstrahl, so wie die Katze. Die kann man mehrmals verwenden, weil dann kommt der Schaum und die Badebombe wirft man in das Badewasser rein. Man kann das Schaumbad aber auch zerkrümeln oder wie gesagt unter den Wasserstrahl halten. Und als allerletztes habe ich hier noch ein Sparkly Pumpkin Dusch. Schleim, der riecht so gut, den kann man auch so einen Spatel mit der Hand raus, und das ist quasi, man, jetzt wollte ich schon dran riechen, aber jetzt noch zu, ich mache lieber nicht, aber ich möchte nicht schleimig machen. Also das ist so meine Auswahl, meine große Auswahl an Lush-Produkten, das ist auf jeden Fall mal für die nächsten Wochen einiges, was ich brauchen kann. Dann habe ich auch noch gesehen, ich habe es nur leider nicht gefilmt, eine Gesichtsmaske, eine Halloween Pumpkin-Maske, wo man quasi das ganze Gesicht rund auflegt. Da sind Mund, Nase und Augen ausgeschnitten. Und dann gibt es auch Augenpads in schwarz. Das heißt, wenn man sich die rauflegt, schaut man aus wie ein Pumpkin. Die hole ich mir ein anderes Mal. Dann kommen wir schon zu TK Maxx. Und das war's. Also ihr seht, ich habe mich wirklich brav zurückgehalten. Also ich war echt nicht übertrieben unterwegs beim Shoppen. Seit langem schleiche ich schon an dieser Schreibmaschine herum. Ich fand die so cool und ich weiß auch schon einen Platz dafür in meinem Haus. Passt zur restlichen Halloween-Deko, die ich schon habe. Ja, also die musste sein. Die hat gekostet, okay, jetzt ist das Sticker weg. Ich glaube um die 17,99. Habe ich euch bei den anderen Sachen die Preise nicht dazu gesagt, oder? Na gut, beim Food gibt es nichts Interessantes und die Badebomben kosten meistens zwischen 4,99 bis 7,99, 6,99, 6,50, sowas in dem Dreh. Bei TK Maxx habe ich noch Kerzen. Ich habe euch ja, also das ist jetzt nicht in diesem Vlog, sondern im Deko-Vlog, dass ich zu wenig Herbstkerzen habe. Ich habe nur urviele Halloween-Kerzen, aber zu wenig Herbstkerzen. Und deshalb habe ich jetzt für Nachschub gesorgt. Iron von Sand & Fog ist ja meine absolute Lieblingsmarke, wenn es um Duftkerzen geht. Die Pumpkin Spice Duftkerze, die riecht richtig gut, kostet 9,99 €. Das ist echt ein großes Glas. Dazu auch noch von Sand & Fog, die Pumpkin Soy Latte Kerze, hat ebenfalls so viel, ich weiß, zwei Tochter hat die. Die riecht auch richtig gut und ich sehe gerade, da oben ist eine Hexe drauf. Aber gut, die kann ich jetzt auch schon verwenden. Also Pumpkin geht ja auch jetzt, ich habe ja hier auch rein Pumpkins dekoriert. Des Weiteren noch eine Kerze, ebenfalls von Sand & Fog sollte die sein. Oh, da ist der Sticker weg. Oh, da war so ein Sticker dran. Macht nichts. Das ist Harvest Green oder so. Kostet 13,99 € und hat auch ein Pumpkin-Design. Also ja, nicht zu übersehen.
beim Thema Pumpkin Design habe ich bei TK Maxx noch gekauft. So eine große Müsli-Schüssel. Ich möchte unbedingt mit euch ein Herbstmüsli machen in den nächsten Vlogs. Hat 8,99 € gekostet mit so einem großen, schönen Pumpkin drauf. Von der Form her finde ich es cool, weil sie hier flach ist. Da ist sie bauchig rund. Da ist sie so. Das heißt, man kann das Müsli auch so hinstellen. Also entweder kann man es so hinstellen, wenn man möchte. Was ja eigentlich noch cool ist, ist hier mit dem Kürbis. Und man kann es so hinstellen. Hier ein Verschluss mit dem Kürbis. Finde ich sehr, sehr cool. Und des Weiteren habe ich ebenfalls auch noch, das ist aber schon Halloweeniger, wirklich für die Halloween-Zeit, hier auch noch ein Glas. Ich habe schon so ähnliche Gläser, ich liebe die, ich verwende die total gerne für Süßigkeiten, für Halloween-Sweets oder eben auch für Müsli, für Nüsse, Studentenfutter. 6,99 € ein großes Glas und auch noch so ein kleines Glas mit einer Katze. Aber 4,99 €. Das hat so einen Verschluss. Plopp, plopp. Und das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Also, ich weiß noch nicht, aber ich bin stolz auf mich. Ich hätte auch mehr übertreiben können, habe mich aber zurückgehalten. Falsch, stopp, ich habe doch noch was gekauft. Das liegt hier. Eine Badematte um 12,99 €. Der Haul ist fertig. Ich bin top vorbereitet, habe meine Nägel, habe auch Kleidung geshoppt, das zeige ich euch jetzt nicht. Dazu kommt dann demnächst auch noch ein Herbst- und Halloween-Haul. Ich bin hier am Dekorieren, ich habe meine Kerzen, ich habe meine Herbst-Süßigkeiten, die ich so liebe, die ich eigentlich meistens nur im Herbst esse und sonst eigentlich gar nicht. Also ich esse eigentlich, na, Reese's wirklich nur von September bis November, Oktober und dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich bin vorbereitet. Ich bin ready für den Herbst. Am Sonntag kommt das Video Decorate with Me mit ganz viel Herbst, wie ich dekoriert habe und Herbststimmung und für den nächsten. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch einen schönen Start in den September und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Das ist dann übrigens auch der 100. Vlog. Wir haben heute Vlog 99, Weekly Vlog 99 und am Sonntag kommt Weekly Vlog 100. Was passt da besser, als was wir für den Herbst dekorieren? Also ich weiß nichts. Hinterlasst mir doch gerne als Kommentar, welches Stück euch am besten gefallen hat von dem Haul. Ob ihr auch schon Herbst-ready seid. Und Kommentar, Like, freue mich über alles. Wir sehen uns am Sonntag wieder.